Ja, hi und herzlich willkommen wieder zurück. Wir haben heute mal wieder ein Waffenreview. Und zwar heute ist hier die Kanik TP9 Combat Elite FDE. Das ist eine Waffe, die hat mittlerweile jetzt für viel Furore gesorgt auf dem Markt, weil sie den großen Herstellern in der Funktionsweise und in dem, was sie kann und was mitgeliefert wird, in fast nichts nachsteht, meistens sogar ein bisschen mehr bietet und aber preislich auf einem ganz anderen Level liegt, so dass sich es eigentlich jeder auch leisten kann. Na, bevor man sich jetzt hier die neueste Generation Glock irgendwie holt, kann man auch einfach zu dieser Waffe zum Beispiel übergehen und für knappe 800 € ein richtiges, komplett rundum sorglos Paket bestellen. Die Waffe war am Anfang relativ unbekannt und mittlerweile in den USA aber sehr, sehr beliebt. Wir gucken gleich mal rein, was hier alles drin hat. Und da werdet ihr schon sehen, da ist sehr viel Innovatives dabei, was man häufig bei anderen Herstellern nicht sieht. Also hier drin haben wir alle möglichen Dinge wie Manuals, also Handbücher und noch so tolle Warnschilder, was man nicht machen sollte, wie man es machen sollte. Das sind schon mal 4 Stück. So, Abdeckung. Und dann haben wir hier drin sehr viele schöne Sachen. Die erste Sache, die mir halt bei dieser Waffe auffällt, ist, ihr habt hier dabei ein Holster. Wo gibt es das schon? Bei welchem anderen Hersteller kriegt ihr ein Holster dazu? Schon mal sehr selten. Ja, wir gehen auch gleich auf die Funktionsweisen des Holsters mal ein, gucken uns das alles an. Dann habt ihr ja auch für hinten, für den Handrücken, nochmal einen Adapter für größere Hände. Einen für große, einen für kleine. Für oben drauf, für die Optiken, habt ihr 4 Platten. Da sind so gut wie alle Hersteller abgedeckt damit. Diese 4 Wechselplatten könnt ihr so gut wie alles drauf machen. Die sind auch nummeriert, ne? 1 bis 4. Und da könnt ihr abdecken, zum Beispiel Doctor Sights, Miopta, Insight, Vortex, Trichicon, Seymour, Leopold, Shield, J-Point und Holosun. Also ihr habt so ziemlich alles mit drin. Das ist schon irre. Oh, ihr habt dabei noch einen Speedloader. Dann was hier noch ein paar kleine Schrauben natürlich. Ne? Was auch super cool ist, da ist schon ein Magwell mit dabei. Also hier so ein Funnel-Tunnel, wie auch immer das genannt wird. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür, dass das Magazin einfach schneller reinkommt. Dann habt ihr ein 15-Schuss-Magazin mit drin, die ist gerade schon eine Waffe, und ein 18-Schuss-Magazin. Für das Holster ist hier nochmal so eine Adapterplatte für den Gürtel dabei. Dann habt ihr noch Reinigungsgerät wie diese Bürste. Nochmal zum Durchziehen von Dochten habt ihr was dabei. Und weil ihr einen Gewindelauf drauf habt, nochmal hier so einen kleinen Schraubenschlüssel. So, paar kurze Daten zu der Kanik. Das ist eine Waffe, die ist halbautomatisch 9x19 mm. Der Magazinauswurf ist ambidextrus. Das heißt, ihr könnt den auf beiden Seiten einbauen und in verschiedenen Größen, was halt dann auch schön ist. Ich finde auch diese Größe ist hier super. Den verfehlt man nicht. Vorne habt ihr diese kleinen Fiberglas-Sights, die könnt ihr auch austauschen. Da gibt es auch wieder verschiedene. Mit dabei habt ihr einen Salient Arms Lauf und dann einen Surefire-Abzug. Ich demonstriere gleich diesen Abzug, weil der ist wirklich Hammer. Wirklich schön, richtig crisp. Beim Gewicht sind wir bei 731,4 Gramm. Das geht eigentlich. Jetzt schon ein ordentliches Gewicht. Dafür, dass sie ein Polymer-Griffstück hat, hat die ein ordentliches, schönes Gewicht in der Hand. Finde ich wirklich gut. Das 18-Schuss-Magazin hat ein Gewicht von 98 Gramm. Das ist wirklich schön. Auch, dass sie aus Metall einfach sind und keine Plastikmagazine, ne, wie bei HK. Dann haben wir eine Lauflänge von 12 cm, eine Gesamtlänge von 20 cm, also ziemlich genau 20 cm. Also es ist doch eigentlich eine kompakte Größe. So, dann kommen wir doch mal zu den etwas innovativeren Punkten, die diese Waffe hier mit sich bringt. Finde ich zum Beispiel richtig cool. Das ist zum Beispiel auch was, das kennen wir von Walther her, meistens von der P99. Die hat das zum Beispiel. Seht ihr, wenn hier gespannt ist, dann habt ihr hier diesen roten Indikator, der euch dann zeigt, okay, die Waffe ist gespannt, also der Schlagbolzen ist gespannt. Und beim Abkrümmen verschwindet er wieder. So, was haben wir noch richtig Cooles daran? Wenn ihr fertig geladen habt, ihr seht ihr jetzt hier, man spannt die Waffe, sie ist aber leer. Dann ist sie oben schön glatt.
Habt ihr aber jetzt Munition drin gehabt, dann steht dieses Ding hier oben ein bisschen höher. Das zeigt euch dann eben von der Seite, dass ihr da eine Patrone drin habt. Und gleichzeitig geht ihr auch ein rotes Fensterchen an. Und wo wir jetzt gerade dabei sind, zeige ich euch mal jetzt diesen Surefire Trigger. Der ist richtig schön knackig. Und wenn ich jetzt mal wieder den Hahn spanne, jetzt achtet mal genau darauf, wie schnell der Reset kommt. Zack, da ist er schon. Das war ein Laufweg von ungefähr einem Millimeter. Das ist wirklich geil. So, jetzt schauen wir uns mal das Holster genauer an, das hier mitgeliefert wird. Die Adapterplatte habt ihr dazu. Heißt also, hier auf fast alle Gürtelgrößen kriegt ihr das locker drauf. Ihr habt jetzt hier einmal da unten drin einen kleinen Halter für euren Abzug, dass da nicht zufälligerweise irgendwas an den Abzug kommt und im Holster losgeht, was eigentlich eh nicht passieren kann. Aber ihr wisst ja, Teufel ist ein Eichhörnchen. Und ihr habt jetzt dann hier oben diesen Locking-Mechanismus. Also hier kann nichts rauskommen. Um die Waffe jetzt rauszuholen, müsst ihr mit dem Finger aber hier nach vorne und zieht das hier nach oben und dann schnappt die Waffe raus. Das ist jetzt für kleine Hände wie meine ein bisschen schwierig, weil ich mit dem Finger nicht ganz so gut hinkomme. Aber ihr seht hier, ihr habt da solche Rillen dran. Ja, das geht schon. Ist zum Beispiel also ein bisschen was anderes, als was man sonst so kennt. Ne? Kein Knopf, wie bei Black Hawk, wo man einfach drauf drückt und dann kommt das ganze Ding raus. Genau, ein weiterer Vorteil daran ist halt einfach, man hat jetzt seine Finger hier oben, ja, und nicht hier unten am Trigger, wenn man das Ganze löst, wie bei einem Black Hawk Holster, sondern hier oben und ist dann automatisch einfach am Slide. Damit verhindert man einfach, dass man direkt auf eine geladene Waffe kommt und dann hier an den Abzug rankommt. Was man natürlich jetzt noch bedenken muss bei dieser Waffe ist, baut man sich hier eine Optik drauf, dann entfällt halt eben die Iron Sights. Dadurch, dass die hier mit drauf gemacht sind, die Iron Sights sind hier an dieser Platte befestigt. Das heißt, die entfallen dann einfach. Wie gesagt, auch hier, ihr seht ja, das Fiberglas-Optik hier ist schon wirklich gut. Das sieht super aus. Ich weiß nicht, ob ich hier unbedingt einen Sights drauf machen würde, einen Red Dot oder sowas. Die Waffe sieht schon hier. Also das ganze Side-Picture also auch ist wirklich gut. Ihr habt hier eine breite Kimme. Und wie gesagt, das Korn sticht echt gut hervor. Ich finde das schon wirklich, wirklich gut. Würde ich gar nicht groß was machen. Das Auseinanderbauen ist zum Beispiel jetzt auch super einfach bei der Waffe. Da geht ihr einfach her und zieht dann diese zwei Klötze hier nach unten. Zack, und das Ding ist ab. Da müsst ihr gar nicht groß bewegen. Ganz normales System, wie bei fast jeder herkömmliche 9mm. Feder raus. Und dann seid ihr auch schon beim Lauf, den man jetzt hier festgemacht hat. Das ist ein Linksgewinde. Einmal vorne die Kappe ab, dann könnt ihr auch den Lauf entnehmen. So. Also relativ einfach auch zu warten, das Ganze und zu reinigen. Beim Draufmachen auch wieder ganz leicht. Feder wieder rein, ganz normal, wie gehabt. Und dann guckt man einfach hier vorne, dass man das bei diesem kleinen Metallteil ansetzt. Und drauf. Fertig aus. Super leicht. So, was wir hier natürlich noch vergessen haben. Hier unten habt ihr natürlich dran eine Picatinny-Schiene. Deswegen auch Elite Combat. Ne? Die soll ja auch ein bisschen militärische Möglichkeiten aufbieten. Ne? Wie Licht, was natürlich hierzulande nicht möglich ist. Aber ihr könnt euch zum Beispiel auch die Trainingsgeräte dran machen, wie Mantis. Das ist hier auch so alles möglich. Alles in allem fühlt sie sich wirklich schön an. Schön verarbeitet. Die Farbe ist auch schön. Gibt es auch in Schwarz. Aber wie gesagt, das Gewicht überzeugt. Der Griff ist wunderschön. Also ich finde auch hier passt sich meine Hand jetzt super an. Ich bin gespannt darauf, wie sie sich im scharfen Schuss verhält. Das werden wir euch vielleicht wahrscheinlich nachträglich hier auf dem Channel zeigen, da wir momentan laut den Umständen nicht zum Schießen kommen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal bei Tactical Gunny Beard. Gunny out.